Ja, hallo zusammen. Ich bin hier am Hafen von Griechenland und im Hintergrund seht ihr einen amerikanischen Flugzeugträger. Ist also eine sehr coole Perspektive von hier oben. Und heute geht es um die Kreativprogramme, die in den meisten Alpha-Kameras mittlerweile vorhanden sind. Und ich möchte euch zeigen, wie könnt ihr die sinnvoll und kreativ einsetzen. So, als erstes ein kleiner Hinweis, die Kreativprogramme könnt ihr nur nutzen, wenn ihr die Kamera in das JPEG-Format bestellt habt. Und zwar geht ihr ins Menü, sagt dann Bildqualität und stellt sie auf extra fein, fein oder Standard. In den Formaten RAW und RAW JPEG funktionieren diese leider nicht. Als nächstes geht ihr über die Funktionstaste direkt zu den Bildeffekten. Und hier könnt ihr die verschiedenen Bildeffekte auswählen. Als erstes möchte ich euch zeigen, wie ihr den Miniatureffekt am besten einsetzen könnt. Den Miniatureffekt, den nennt man so, weil man hat so ein bisschen den Eindruck, als ob man von oben auf eine Modelleisenbahn runter fotografiert. Deshalb ist es hier auch sinnvoll, eine etwas längere Brennweite zu nutzen und vor allen Dingen eine erhabene Position zu haben. Hier sind wir jetzt oberhalb des Hafens, unten sind die Boote und ihr seht, in der Mitte hier, kann man das schon ein bisschen erkennen, ist halt die Schärfe und nach außen läuft die Schärfe extrem weg. Und wenn ich das jetzt mal das Foto mache, dann seht ihr in der Vorschau ganz schön, dass die Boote winzig aussehen und es sieht aus wie eine Spielzeuganlage, also wie eine künstliche Welt. Ihr könnt natürlich in diesem Miniatureffekt, den könnt ihr noch verändern, indem ihr den Bereich, der scharf sein soll, an verschiedene Positionen legt. So entstehen auch verschiedene Ergebnisse. So habe ich den jetzt von oben nach unten gelegt und ihr seht, in der Vorschau hier, dass das Bild dann schon wieder ganz anders aussieht. Also wichtig ist eine etwas längere Brennweite und dass ihr von oben nach unten auf das entsprechende Motiv fotografiert. So, der nächste Bildeffekt, den ich euch zeigen möchte, ist sattes Monochrom, nennt sich das. Monochrom ist halt schwarz-weiß. Und hier passiert Folgendes. In diesem Bildeffekt macht die Kamera drei Bilder, so wie bei einem HDR, um die Dynamik zu erhöhen im Bild noch. Und legt diese drei Bilder übereinander und ihr bekommt so ein Schwarz-Weiß-Bild mit einem unheimlichen Kontrastumfang. Ist also wirklich spektakulär. Und dazu eignen sich natürlich solche Motive. Ich habe hier einen schönen Aufbau. Ich habe sehr, sehr viele Strukturen und viele Kontraste. Der Himmel ist auch perfekt dafür. Das heißt, ihr müsst euch auch Motive aussuchen, wo viele Kontraste schon vorhanden sind. Also Hell-Dunkel-Bereiche. Und ich zeige euch mal, wie das hier im Bild aussieht. Und nutzt das halt an solchen Lokalitäten, wo ihr halt diese extremen Kontraste habt. Dadurch, dass die Kamera bei diesem Bildeffekt drei Bilder macht, ist es sinnvoll, ein Stativ oder eine Auflagefläche zu nutzen, damit die Bilder möglichst gleich sind. Den nächsten Bildeffekt, den ich euch zeigen möchte, sind die sogenannten Teilfarben. Diese Teilfarben werden dann betont und der Rest ist schwarz-weiß. Das nennt man auch Color Key. Und da bietet sich an, zum Beispiel wie hier ein Motiv, wo ich hier vorne grün habe und hinten noch ein Graffiti, wo partiell grün drin ist und das möchte ich betonen. Und da solltet ihr mal darauf achten, dass das Hauptmotiv der Farbe entspricht, die ihr farblich darstellen möchtet und alles, was unwichtig ist, halt in Schwarz-Weiß dargestellt wird. Der Color Key lässt sich auch verändern, so dass ich sagen kann, ich möchte nur die grünen Bereiche farblich darstellen oder nur die roten oder nur die blauen oder die gelben. Hier noch ein kleiner Tipp, achtet immer darauf, dass das Motiv, was farbig sein soll, nicht in direkter Sonne ist, weil dann kommt es oft dazu, dass die Kamera das nicht richtig darstellen kann und bestimmte Teile ausfressen und so nicht sauber farblich dargestellt werden. Ja. So, das war es jetzt hier von mir aus zu den Bildeffekten. Setzt sie einfach mal ein, versucht kreativ damit zu arbeiten, so ein paar Grundregeln beachten und setzt sie einfach dazu ein, um
bestimmte Effekte, die ihr erzielen wollt, einfach nur noch zu verstärken. Wenn noch Fragen dazu sind, wie immer gerne im Forum. Bis zum nächsten Mal. Ciao.